Willkommen zurück in der Lebensschule Gottes. Wir haben bereits in den letzten Wochen, ich glaube schon 2 Monate sind wir dabei, uns beschäftigt mit unserer Lebensreise, erwachsen werden, trotzdem das Kindsein nicht verlieren, wie wir miteinander umgehen, wenn Fehler passieren, Thema Vergeben hatten wir. Ganz viel zu unserem Charakter, was kann ich tun, sodass das Wesen Jesu, dass das Wesen Gottes durch mein Leben hindurchscheint, Barmherzigkeit und Geduld und Langmut und Freundlichkeit. Wir haben über Großzügigkeit nachgedacht, wie gehe ich mit meinen Finanzen um. Also schon eine ganze Menge erreicht und ich weiß nicht, ob du schon was gelernt hast oder immer nur etwas Neues gehört hast oder etwas Altbekanntes wieder gehört hast. Ich möchte jetzt in ein Thema reingehen, was mich im Augenblick sehr beschäftigt, durch ein Buch. Da werde ich gleich was zu sagen eben. Und es geht um das Feld Zweifel. Zweifel ist ein riesiges Lernfach und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann mal damit zu tun hat. Entweder verzweifeln wir selbst, zweifeln an uns, wir zweifeln an der Menschheit, zweifeln an Gott, an meiner Beziehung zu Gott. Bin ich überhaupt ein richtiger Christ? Gibt es das alles so? Der Zweifel ist ja riesengroß und ich bin dankbar, dass die Bibel das sehr offen und ehrlich beschreibt, dass auch große Leute, also bedeutsame Leute, die viel mit Gott erlebt haben, trotzdem in ihre Zweifel und in ihre Ängste hineinkamen. Wenn wir an so einen Propheten Elia denken, der nach riesigen Taten, wo Gott sich gezeigt hat, plötzlich in ganz große Zweifel und Selbstzweifel reingekommen ist und Frustration. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken. Zweifel kann man ja nicht lernen, beziehungsweise wir sollten nicht zu lernen zu zweifeln. Manchmal ist es ganz gut, wenn wir Dinge anzweifeln. Aber so der Zweifel, über den ich sprechen möchte, den sollen wir ja nicht lernen, sondern wir müssen damit umgehen, lernen, wenn er kommt. Ich habe ein Buch neu wieder gelesen und es ist eine Thematik, die dahinter steht. Das Thema ist, warum ich nicht mehr glaube. Warum ich nicht mehr glaube. Es geht um vorwiegend junge Menschen, die im Laufe so vom Alter her zwischen Anfang 20 bis 35 irgendwann ihren Glauben über Bord geworfen haben. Also nicht, warum ich angefangen habe zu zweifeln, sondern warum ich jetzt nicht mehr glaube. Für sie ist das Thema Gott beiseite gelegt. Es ist keine vorübergehende Krise, die sie beschreiben, sondern sie haben sich irgendwann entschlossen, entweder haben sie die Religion gewechselt oder sie haben gar nichts mehr mit Glauben zu tun, egal an wen oder was. Und dieses Buch fordert mich sehr heraus. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen, und ich denke auch durch die Corona-Zeit, nicht im Glauben stark geworden sind, sondern Schiffbruch erlitten hatten. Auch das kennst du vielleicht von der Bibel her, im Glauben Schiffbruch erleiden. Also das heißt, es geht, dass Menschen wirklich den Glauben über Bord schmeißen, dass Menschen nicht mehr weiterkommen, dass die Zweifel an uns selbst oder die Zweifel an der Menschheit oder an andere Christen oder gegenüber Gott oder alles zusammen so stark sind, dass man einfach sagt, ich quittiere meinen Glauben. Und bei diesem Buch geht es nicht darum, dass da ein paar Jugendliche sind, die mal als Teenager sich bekehrt haben, auf irgendeiner Freizeit zum Glauben gekommen sind und dann, als sie in die Jugend, in das Jugendalter kamen, dann den Glauben über Bord geschmissen haben, sondern Leute, die lange dabei waren und teilweise Leiter waren, teilweise sogar angestellt waren, Pastoren, Lobpreisleiter. Leute, die über viele Jahre ganz treu in der Gemeinde waren, in Kirchen und Gemeinden unterwegs. Und was sie dazu gebracht hat, und das sind sehr bewegende Lebenszeugnisse, und mich beschäftigt diese Thematik. Und deshalb möchte ich auch bei der Lebensschule Gottes mit euch ein bisschen nachdenken. Vielleicht kennst du auch jemanden, vielleicht betrifft es deinen eigenen Ehepartner. Vielleicht betrifft es auch dich selbst im Augenblick, dass du in ganz großen Zweifeln lebst und irgendwo dabei bist, aufzugeben. Vielleicht betrifft es deine Kinder, deine heranwachsenden Kinder oder deine älteren Kinder. Vielleicht betrifft es eine gute Freundin.
Vielleicht betrifft es wen auch immer, Leute, wo du nie gedacht hättest, die für dich vielleicht auch immer ein Vorbild waren und heute dem Glauben nicht nur ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, sondern richtig auch radikal ablehnen. Und deshalb möchte ich mit euch ein bisschen in diese Thematik reingehen. Was machen wir mit Zweifeln? Wie gehen wir einmal damit um, wenn wir selber betroffen sind? Wenn es uns selbst erwischt hat? Wo können wir ehrlich sein? Wann sollten wir auspacken? Was sollen wir mit uns selber ausmachen? Und wann sollen wir mit anderen Menschen reden? Und zwar so schnell wie möglich. Aber wie gehen wir auch mit Menschen um, die in Zweifeln leben? Und wie wir sie auffangen können. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist. Und ich möchte dich einladen, einfach mal drüber nachzudenken. Kennst du Menschen, die das erlebt haben? Vielleicht macht es dich mal neugierig, sie mal anzurufen und zu fragen, hey, ich möchte mal dir ein paar Fragen stellen. Und es geht nicht darum, mit ihnen eine Diskussion zu führen, mit ihnen eine Debatte zu führen und sagen, du legst mich richtig und ich zeig dir mal, hier in der Bibel steht doch, sondern sie verstehen lernen. Was hat dazu geführt? Das ist, glaube ich, das Erste, was wir brauchen. Nicht gleich in die Bewertung zu gehen oder in die Verurteilung zu gehen oder in den Moralapostel zu wechseln, sondern erstmal zu sagen, hey, ich möchte verstehen lernen. Ich möchte gern mit Menschen reden. Und vielleicht bist du jemand, der gerade zuschaut und sagt, hey, das ist meine Thematik, ich würde gern mit dir ins Gespräch kommen. So wie die Autoren das gemacht haben eben, dass sie wirklich, ihnen ging es darum, Hintergründe zu erfahren. Warum geben Menschen auf? Warum hören Menschen auf zu glauben? Und zwar in einer Radikalität, die schon sehr traurig macht, natürlich. Weil Glaube ist ja nicht irgendwie was Abstraktes, wo man sagt, naja gut, dann glaubt was anderes, Hauptsache man glaubt was, sondern es geht ja um eine Beziehung, es geht ja um Gott, es geht um Jesus. Und das macht mich schon sehr betroffen, dass Menschen da aufgehört haben. Und aber das rauszufinden, natürlich für sie zu beten, aber auch erstmal zu hören, was waren die Gründe? Waren diese Gründe in dir selbst? Waren diese Gründe in deinem Kopf, dass du angefangen hast, irgendwie zu denken und das zugelassen hast? Waren die Gründe anderer Christen, dass du so enttäuscht worden bist von Gemeinde, anderen Christen? Oder bist du enttäuscht worden von Gott? Und er hat nicht so reagiert. Es gibt so unterschiedliche Gründe. Und ich möchte mich mit euch auf den Weg machen. Das ist also keine Einheit, wo man sagt, ah, da habe ich wieder eine Menge gelernt. Sondern vielleicht ist es einfach für dich selbst mal dran. Entweder als Selbstbetroffener oder als jemand, der anderen Menschen weiterhilft auf dem Weg. Also, Freitag werde ich in dieses Thema einsteigen. Das war heute jetzt ein bisschen so ein Einstieg. Und werde wahrscheinlich auch nächste Woche damit zu tun haben, denn das erfordert schon nicht so schnelle Antworten. Mach das so, Punkt 1, 2, 3 und dann ist alles wieder gut. Sondern das ist etwas, was uns wahrscheinlich lange beschäftigt. Und wir werden in die Bibel reinschauen, wie sind Männer und Frauen Gottes damit umgegangen, was sagt Gott zum Thema Zweifel und wie können wir lernen, wenn wir selbst betroffen sind oder lernen, mit anderen umzugehen, die vom Zweifel betroffen sind. Gott segne dich auf deinem Weg, wo immer du jetzt gerade stehst. Und es wäre toll, mal wieder eine Antwort zu bekommen, wenn du sagst, hey, ich habe hier jemanden und ich werde mich mal auf die Suche machen nach dem und mit dem Gespräch suchen. Oder du bist mit jemandem im Gespräch oder es betrifft dich selbst. Lass uns in Kontakt bleiben und ich wünsche dir Gottes Segen bei dieser sehr herausfordernden, nicht leichten und trotzdem sehr wichtigen Thematik. Gott segne dich.